Am Anfang wussten wir rein gar nichts über unsere kleinen Brüder und Schwestern. Little Big Family. Little Big Family würde unser Film heißen. Eine Reise zu den Mikroorganismen. Unser dritter Film über das Leben auf unserer Erde, das unsere Familie ist. Jeder Mikroorganismus, jedes Blatt, jeder Grashalm, jedes Tier, jeder Baum ist genauso viel wert oder sogar mehr wert als ich. Zwei Filme haben wir schon gedreht über unsere Familie. Einen über die Tiere und einen über die Bäume und Pflanzen. Aber die Mikroorganismen kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Wie können wir ihnen nahe kommen, ohne uns in reiner Wissenschaft zu verlieren? Und dann ziehen wir einfach los. Wieder einmal. Eine kleine Familie auf großer Reise. Um unsere unsichtbaren Familienmitglieder kennenzulernen. Und um euch auf die Reise mitzunehmen. Einfach um Neugier zu wecken. Auf einer Reise, die uns schließlich in uns selbst führen wird. Aber das alles wissen wir noch nicht, als wir an einem Sonntagnachmittag unsere Freunde in unserer neuen Heimat Panama besuchen. Carrie und Shaheen, die Kombucha und Kefir herstellen. Die erste Geschichte von vielen, die uns mit unserer kleinen, großen Familie verbinden wird, der Little Big Family. Felicidad. Love. Eine Klangschale. Also bitte, es sind doch nur Getränke. Well, my husband, business partner and life partner and I have enjoyed fermenting Indian pickles for 10, 15 years now. And when we discovered kombucha and other fermented foods, we started understanding the beauty of the life involved in that and how it changed our life, as well as it helped us work with the microorganisms that actually assist our bodies. So kombucha specifically is brewed with using, first you start with sugar tea and you always have a starter. What it's a SCOBY. And SCOBY represents it's an acronym for symbiotic community of bacteria and yeast. However, we like to call it mother because we believe that that is basically where the creation of the new bacteria are coming from. I did a little experiment, and we have a little chalkboard on our vessels, and I wrote joy on one, and I wrote love on another, and these were all kombuchas that were brewing at the same time, the same tea, the same sugar amount, everything was the same, and I tasted all of them at the time to see if the fermentation process had finished, and to my amazement, the joy, the one from joy, I tasted it with a little shot glass that I tasted. And literally I felt the joy of that drink. It really felt tasty and fun and lovely. Then I tasted love and it was good, but it didn't have the same, I don't know, pizzazz as joy, but it felt great. And then unity was almost like a very,
like if you would think equilibrium. It was like that. I think there's a spiritual connection to it. You may have heard the expression, I have a gut feeling about the situation. I have a gut feeling that this guy is pretty cool. And I believe that word or this phrase of gut feeling comes from the fact that we have microbiome in our body, and the microbiome connects to our brain and connects through the vagus nerve. And there's research here as well. There's a lot of biomedical research being done as to how these microbiome or probiotics that are living in our gut communicate through the vagus nerve, which is a nerve that runs along your vertebrae up to your brain. And so they call it the second brain, which is how you get your gut feeling. Eine Mutter, sagt Carrie. Ein zweites Gehirn, behauptet Shaheen. Es sind doch nur Bakterien, oder? Das müssen wir erstmal verdauen. Mit Kombucha natürlich. Mmh, yummy Bakterien! Eine Kläranlage in Österreich, erfahren wir übrigens, beschallt ihre Mikroorganismen bereits mit Mozarts Zauberflöte. Die Kleinen arbeiten seitdem schneller. Am nächsten Tag führt uns das Leben, und wir glauben mittlerweile nicht mehr an Zufälle, zum Fermentationsguru Sandor Katz, der in Panama einen Fermentationsworkshop gibt. For sure. I mean, I would say that I think of microorganisms as our ancestors. And also as our partners in life. And, you know, it seems like the emerging consensus in evolutionary biology is that all life is descended from bacteria, and that no multicellular form of life has ever lived without bacteria. Well, bacteria are definitely our family. I mean, if human beings and all animals and plants and eukaryotic cells are descended from bacteria, then there's no question that bacteria are our family. Bist vielleicht auch du eine ganze Welt? Für ganz kleine, die dich bevölkern. Ich gebe zu, der Gedanke macht mir ein bisschen Angst. Denn vielleicht ist mein liebgewonnenes Ich in Wirklichkeit ein Wir. Unsere zweite Geschichte beginnt mit jemand, der Farben fühlen kann und der auf die Leinwand bringt, was er tief drinnen spürt. Little Big Family. Entonces crecí con un papá chamán, la abuela casi no hablaba el español, entonces yo crecí, antes de ir a la escuela, viví mucho ese mundo, muy integrado, muy esa cosmovisión muy cercana, esa relación muy estrecha con la naturaleza. Y eso es lo que me ha nutrido a lo largo de todo mi trabajo. La misión mía creo que es contar o narrar a través de pinturas, a través de metáforas y poesía visual, esa experiencia que yo tuve, cómo el ser humano vibra con la naturaleza, para poder imaginarse, por ejemplo, el nacimiento de una flor, la fuerza de la naturaleza, el origen de un río, las montañas, el paisaje, incluso la naturaleza interior del ser humano. Me interesa muchísimo también. A veces que por andar en ese afán deshumanizante y galopante de la humanidad, a veces nos perdemos esa capacidad de asombro. Entonces la idea es como decir wow, entender ese wow
pero pintado. Cuando uno siente, cuando uno entiende o comprende que por un lado somos seres ilimitados, pero por otro hacemos parte del todo, parte del planeta y que por lo tanto tenemos que respetarla y amarla como nuestra madre. Entonces creo que eso no es más allá de un cliché, sino que es una verdad. Porque uno no puede amar lo que no conoce, entonces vamos a amarnos a nosotros y vamos a amar a los otros y por supuesto que vamos a amar la vida, la existencia y el planeta sobre todo, ¿no? Deine innere Natur lieben lernen. Nun, dafür musst du sie kennenlernen. Die ganz kleinen spüren, die dich bevölkern. Sie als Teil deiner selbst begreifen. Und um das Kennenlernen werden wir uns kümmern, werden das Wow suchen, das Wow der Little Big Family. Wir werden Türen suchen, durch die nicht der Verstand findet, sondern das Herz. Ein bisschen mulmig ist mir schon, als ich zum Hippocrates Health Institute nach Florida reise. Die ganz Kleinen bevölkern mich also. Nein, sie sind sogar ein untrennbarer Teil von mir. Ich kann ihre Vibration noch nicht spüren, aber sie leben mit mir, in mir. Es ist also Zeit, herauszufinden, was die Little Big Family so macht. In meinem Tempelkörper. Zeit vielleicht für ein Wow. Los microorganismos que tenemos son nuestra familia. Son nuestros amigos, es un ecosistema perfecto. O sea, nosotros somos ellos. De la manera en que nosotros los cuidemos, ellos también van a cuidar de nosotros. We have more microorganisms in our body than we have cells. Our chemical system depends on being in balance, in symbiosis with our microbiome. Los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo son amigos. Todos son amigos. Lo que pasa es que tienen que estar en balance. Eso es muy importante. Cuando se sale del balance, es cuando generan problemas. We have a symbiotic relationship. We cannot exist without them, and they cannot exist without us. We, our bodies, are basically their home. We are room and board. We are room and board for them. And what they do is they actually protect us against diseases. They protect us against any outside invasion. So know this, that your body needs to live in balance with your bacteria. Your bacteria are more important than your cells because the bacteria have been around for billions of years. And a lot of what we've done to the microbiome are because we're treating symptoms. So we overtreat with antibiotics, which destroys the microbiome of the GI tract. I think in a lot of ways microorganisms can help us. I mean, I think the gut is one of the things we, actually our first lecture that people come here is we talk about the gut. We see many people that come here with compromised microbiome and compromised gut health. And once we start to get that supported and cleansed and support the healing of that, we see people overcome many different disorders that, you know, from IBS to Crohn's to colitis up to stage 4 cancer. Wir glauben ungern, was wir nicht sehen. Aber
mehr Mikroorganismen in dir als Körperzellen? Wow! Liegt Eden vielleicht nicht nur in deinem Herzen, sondern auch in deinem Bauch? We put up a fight for cancer, a fight for, you know, a fight against bacteria, we're fighting everything. We need to learn to live in balance, not fight everything. It's a war, we're not at war with our bodies. To live in harmony with them, to stay in harmony with the earth, because they are part of the earth, we need them as much as they need us. And if a child is born by a C-section, they have a much higher incidence of all causes of upper respiratory tract problems because they don't go through the vaginal microbiome. When they go through the vaginal microbiome, they reduce their incidence of autoimmune diseases, they reduce their incidence of allergies, they reduce their incidence of asthma. Deine allerersten Freunde waren ein Mikrobiom? Nochmal wow. Dann gib gut auf sie acht. La alimentación. La alimentación es una de las maneras en que más afectamos el microbioma. ¿Por qué este programa es tan exitoso para tantos pacientes? Primero, la alimentación que se maneja, cruda y vegana, orgánica, todo libre de pesticidas, herbicidas, comida modificada genéticamente, alimentación rica en fermentos. Los fermentos son esenciales. En 1960, between 1960 and 1990, we only had about 50 autoimmune diseases that we knew of. Today we have 150. It's because our gastrointestinal tract has been destroyed by the foods we eat. So pay attention to your nutrition, restore your microbiome, your immune system will improve, your risk of cancer will go down. Everything is associated with the microbiome. They were here before humans. And we have to respect that. We're actually more of a product of them than they are a product of us, because they are from the soil. You know, eat dirt. I mean, you know, when I was growing up, nobody told me to wash my hands after I played ball. I don't carry wipes with me to make sure that I'm free of bacteria. Ama tu cuerpo, ama a Dios, ama tu familia, tus seres queridos, y ama estos microorganismos que son nuestra gran familia. Und wenn sie Flügel hätten, wären sie vielleicht kleine Engel? Ein romantischer Gedanke. Mehr Engel in mir als Körperzellen. Sie reisen mit mir, sie essen mit mir und, Engel oder nicht, an diesem Abend spüre ich sie zum ersten Mal. Dort, wo man Familie spürt. Ich liebe Mikroorganismen, weil ich aus Mikroorganismen bestehe. Ich liebe Mikroorganismen, weil sie fast ohne Ausnahme unsichtbar und unglaublich vielfältig sind und Lebensräume bevölkert haben, die für den Menschen vollkommen lebensfeindlich sind. Einen Bruchteil nur wissen wir über unsere kleine Familie. Unsichtbar bevölkern sie die Welt. Und dich. Man schätzt mehrere Millionen Spezies. Nur 5000 sind uns derzeit bekannt. Und nur etwa 200 von ihnen machen krank. Eine unsichtbare Mehrheit ist es, der wir auf der Spur sind. Sind wir Menschen womöglich gar nicht die Herrscher des Planeten?
die sind absolut allgegenwärtig. Es gibt nahezu keinen Lebensraum, der von Mikroorganismen noch nicht erobert wurde. Da macht das Wasser im Hafen keine Ausnahme und einzelne Milliliter Süßwasser können Hunderttausende einzelner Zellen enthalten. Wahrscheinlich übersteigt die Zahl der tatsächlich existierenden Arten, man kann das nur sehr grob schätzen, die bekannten Arten um viele Zehnerpotenzen. Sie sind einfach unglaublich anpassungsfähig, haben unglaubliche Lebensräume erobert, für den Menschen geradezu lebensfeindliche Lebensräume bei sehr hohen Temperaturen, bei 70, 80 Grad, was für den Menschen natürlich unvorstellbar ist. Hohe Drücke, hohe Strahlenbelastungen sind für viele Mikroorganismen kein Problem. Teil der Faszination ist natürlich auch absolut, dass uns die überwiegende Mehrheit aller Mikroorganismen total verborgen bleibt im Alltag, trotz der Allgegenwärtigkeit, weswegen man Mikroorganismen auch mit Fug und Recht als Unseen Majority auf diesem Planeten und in unserer Umgebung bezeichnen kann. Das Bärtierchen zum Beispiel ist ein Mikrotierchen. Es kann sein eigenes Erbgut reparieren und fremde DNA einbauen. Es kann im Himalaya, in der Tiefsee, der Antarktis und im Weltall überleben. Oder 10 Jahre bei minus 80 Grad eingefroren sein und nach dem Auftauen wieder herumwuseln. Und Bakterien, so wie die in unserem Bauch, können sogar über 1000 Jahre in extremsten Bedingungen überleben. Faszinierende Familie, nicht? Microorganisms have, you know, mechanisms for communications. Microorganisms have what's called quorum sensing, a way to sort of sense their own density. Quorum sensing ist eine Art von Verhaltenskoordination, bei der Mikroorganismen in der Lage sind, wahrzunehmen, wie ihre Umgebung aussieht, wie viele andere Zellen möglicherweise in der Umgebung sind, welche verwandten Zellen es möglicherweise in der Umgebung gibt. Das heißt, Mikroorganismen sind in der Lage, wahrzunehmen, wie viele sie sind und was sie als nächstes sinnvoll tun sollten, allein durch den Austausch von kleinen organischen Molekülen. Sie nehmen wahr. Sie tauschen aus. Sie planen. Und sie sind ein Teil von dir. Wir sind schon eine Ansammlung von vielen Lebewesen, von sehr vielen Zellen, von sehr vielen Arten gleichzeitig in einer Packung, in einer Hülle. Und der Familiengedanke ist absolut interessant, weil die Zahl der Mikroorganismen im Körper die Zahl der Körperzellen sogar noch übersteigt. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Mikroorganismen in uns und auf uns, als wir Körperzellen haben. Ein Haus bin ich. Sind wir. Ein Haus, in dem viele, sehr viele miteinander und füreinander leben. Unsichtbar, aber verlässlich. Immer für uns da. Familie eben. Unser erstes Mal in Japan. Eine Kultur, die uns fremder nicht sein könnte. Die ohne Vorwarnung in unsere Sinne, unseren Geist rauscht. So wie die Little Big Family, seit wir unterwegs sind. Das Fremde macht uns manches Mal Angst. Die ersten Tage in Tokio. Aber wieso? Ist es ein eingebauter Schutz gegen das Unbekannte?
Wir fliegen über Wolken und Ozeane, aber seit wir diesen Film begonnen haben, reise ich in mich selbst. Niemand ist eine Insel, auch ich nicht. Und vielleicht entsteht die Inspiration, die Muse, die mich auf dieser Reise küsst, vielleicht entsteht sie in meinem Mikrobiom. Vielleicht ist das Heer der Little Big Family ein Tor, eine Antenne zu höheren Welten, zu den Göttern, zu Gott. Öffne dich dem Neuen, dem Fremden und husch, verfliegt die Angst vor Großem und vor den Kleinen. Das neugierige Kind öffnet Türen und findet einen Schatz. Und so fliegen wir auf die Insel Okinawa. Um einen der Mikropioniere zu treffen, Professor Higa, den Gründer von EMRO und Bewahrer eines einzigartigen Wissens um die EM, die effektiven Mikroorganismen. Wir leben für einige Tage im EMRO-eigenen Hotel auf Okinawa. Umgeben von effektiven Mikroorganismen. このホテルの特別なところは、EMという微生物技術を客室、食事、スパなどに最大限活用していることです。EMがコンクリートに混ぜると強くなったりとか、中に いる我々の健康にとってプラスになるということが研究で分かってきてたので、そのことを実証するために建築にも使っています。このホテルではEMを広めるために作られてるんですけども、環境に優しく、そして使う人にも優しいというところでEMを使っています。まず普通の洗剤では手が 荒れたりしますけども、このEMを使うことで手荒れがほとんどないっていう状況です。 Und nach dem Auspacken geht's weiter ins EMRO Labor.私たち研究部の仕事は、EMの品質管理として、EMの中に入っている微生物の検査や成分の検査などを行っています。また、その他の仕事として、EMを使ってどのように水質浄化をする研究だったり、植物を育てるときにEMが、どのように良い効果を及ぼしているかなどの研究を行っています。 微生物というのは私たちの目ではそもそも見ることができないサイズ、大きさなので、それを例えば今この机の上とかにも全く何もいないように見えても、顕微鏡で覗くことによって小さな生き物たちがたくさんいる世界を見ることができるので、普段見ることのできない世界を覗くことができるのはとても 興味深いことだと思います。 Okinawa hüllt sich in Nacht und im Internet stoße ich auf Erstaunliches. Ein Gramm Erde ist Lebensraum für etwa eine Milliarde Bakterien. Musik
Die DNA all dieser Bakterien, aneinander gekettet, würde uns bis an die Grenzen des Alls bringen. Und Wissenschaftler fanden bereits 2007 heraus, dass Mikroben in der Erde antidepressiv wirken. Mikroben in gesundem Erdboden stimulieren die Serotoninproduktion, was uns glücklicher macht. Eat dirt, hatte Dr. Willix gesagt, und in der Erde gibt es ja genug, Little Big Family. Am Vormittag geht es quer über die Insel. Ein Radioprogramm gibt es hier, EM Oasis. Radio über die Mikros. EMを、たくさんの人に知ってもらい、そして、EMは地球に優しい、優しいっていう言い方言われたな。私たちがこう日頃汚しているの恩返しというか、そのごめんなさいを言うために地球環境にお詫びをするために、EMをぜひ使ってほしいっていう思いでやっています。 Und während Bonnie beim Radio bleibt, spreche ich mit zwei Acerola-Farmerinnen, die statt auf Chemie auf effektive Mikroorganismen setzen. あの、家族というよりかも、あれにもなんかね、もう一緒に住み着いてる感じ。一つの、サクランボみたいなチェリーのの大きさのものが、レモン5個に匹敵します。だから体にいいものを私たちは作ってるので、体に悪いものは使えないんです。 Dein Mikrobiom ist, was du isst. から私はもともと微生物の専門家じゃありませんので、園芸作物を育てたり、 そういう、園芸の専門家ですから、栽培の専門家ですので、微生物をあんまり知らなかったことがですね、私が家もたまたま見つけ出しただけで、作り上げたっていう考えはないですね。とても恩が良かったと思ってます。それからもう一つはですね、不思議なことに、この微生物に 言葉をかけてお願いしますとか、いろいろ頼むと、その通りになっていくような感じがしたんです。現実にはそうなんですけれども、そういうことで、自分の思いと微生物の成果がですね、一致するという。これはもう本当にハッピーでした。 Also bitte sagen zu Mikroorganismen. Und die Little Big Family manifestiert meine Absicht auf Okinawa. Und nicht nur da, glauben Sie daran. Und die erfolgreichen internationalen EM-Projekte von Professor Higa geben ihm recht. Der indische Bundesstaat Sikkim zum Beispiel produziert zu 100% Bio-Qualität. Mithilfe der EM. そういうこと、確信を持って今、世界中に EMを広げているんです。微生物が我々のために働いてくれていると。それに、まず、
ありがとうっていうか感謝の念が必要ですね。毎週木曜日朝8時半からここで地域の方々に EM の無償提供をやってます。当初は微生物は見えませんし何なのかも知りませんし顔を良くするということの話をしてみんなでやってみたら川がきれいになったということで全ての皆さんがあやっぱりそうなんだ微生物の力はすごいなということで今実感していると思います。はい、まあ私は時々乱暴なことを言いますけれどもまあ特に EM に関してはいい微生物については神様だと思えとこう言っているんですね。だから一般に言ってる神様とはちょっと違うんですけれども万能の存在それからこの万能を壊す存在要するに微生物そのものが DNA の形をとっていますからあらゆるものを全部つなげる。でもこれは見えなかったし確証ができないから神様がくれたという原始的な考え方の植物や動物というレベルをはるかに超えたさらに奥の深い、世界なんですね。Am Nachmittag streifen wir durch Naha, die Hauptstadt Okinawas. Kleine Götter, das stößt meiner Vernunft natürlich auf. Aber ja, sie sind unsichtbar, sie sind mächtiger als wir und sie leben in jedem von uns. Was wir nicht verstehen, aber was dennoch geschieht, nennen wir gerne Magie. Also sind die Little Big Family vielleicht einfach kleine, große Zauberer. Das gefällt uns. Und ich beschließe, ab sofort darauf zu achten, dass ich bitte und danke sage. Von Japan fliegen wir nach Thailand. Folgen der Spur der kleinen Großen. Einen Vormittag lang dürfen wir Bangkok bestaunen, vor allem abseits der Touristenströme. Und nach einem Lunch mit Kombucha im Katzencafé geht es los nach Saraburi, 120 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Im Kyusei Nature Farming Training Center wurden seit 1988 über eine Viertelmillion Menschen weitergebildet. In nachhaltigem Nature Farming. Und im Einsatz der EN-Mikroorganismen von Professor Hieger. Es gibt hier auch eine 60 Hektar große autarke Modellfarm, deren ursprünglich fast unnutzbarer Boden durch die Little Big Family wieder fruchtbar gemacht wurde. Hier wird auch Bokashi benutzt, ein wertvoller Dünger, auf Basis der Mikroorganismen. Sogar die Hühner lieben Bokashi als Beigabe in ihrem Futter.
ฟฟู้ดหรืออาหารที่ปลอดภัยเนี่ยเกิดจากการเจริญเติบโตของพืชบนดินในกระบวนการที่เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมีแต่ความสุขเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์จึงมีความสำคัญใครก็ตามที่ได้อยู่ใกล้จุลินทรีย์เช่นจุลินทรีย์จะมีความสุขจะรู้สึกถึงพลังของความสุขพลังของการที่สร้างสรรค์โลกใบนี้ขาดจุลินทรีย์ไม่ได้ตราบใดที่มีมนุษย์ต้องมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ช่วยมนุษย์มากกว่ามนุษย์ไม่รู้หรอกในตัวเองเนี่ยมีจุลินทรีย์ทั้งนั้นจุลินทรีย์เป็นตัวชี้ขาดในชีวิตมนุษย์ความรักยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ความรักเป็นเหมือนสปิริตชวลสารสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์พืชสัตว์จุลินทรีย์และสรรพสิ่งที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้ายิ่งได้ความรักจากมนุษย์พืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีแม้กระทั่งลูกเราเด็กๆได้ความรักจากพ่อแม่เด็กจะเป็นเด็กดีความรักสำคัญมากความรักมันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดส่งไปสู่สิ่งที่เราได้มอบความรักนั้นให้เกษตรธรรมชาติเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความรัก Safe food oder vielleicht eher love food Wieder ein wow und Dankeschön liebe kleine große Zauberer Nichts ist so sicher wie Veränderung. Und wer am Alten klebt, verwittert. Öffne dich der neuen Idee in Liebe und sie wird dich tragen. Der nächste Morgen, unser letzter in Bangkok, holt uns auf die Dächer der Stadt. Love Food aus dem Meer wird hier kreiert, ganz ohne Meer zu sein. So, spirulina is a cyanobacteria, but most people consider it a microalgae, and it's really high in nutritional value. Well, it's 60% protein by dry weight, and it has all of the 8 essential amino acids plus 8 other good ones. It's high in vitamin A, B complex vitamins, vitamin K. So, you know, it really has a lot of nutritional value that you can get in a very small serving size. We really want spirulina to be grown locally, where consumers, we're close to consumers and where they can get it fresh. Because we really want to promote fresh spirulina. So as more and more people are moving into the urban environment, right, 70% of people live in cities within the next few decades, we felt like having a system that could be grown on or used on rooftops to grow spirulina is important because it will allow productive use of city areas to become spirulina farms to help feed the city itself with very small transport chains. Our vision is to help transform spirulina from a niche supplement food commodity today, sold in the tens of thousands of tons per year, to a mainstream bulk food commodity by 2050 to help sustainably feed the world. Dann noch eine Algendegustation und für Bonnie ein Spirulina-Eis. Yummy love food. Denn egal ob groß oder klein oder ganz klein. Liebe brauchen alle.
liebe Bakterien, weil ich weiß, dass sie unsere Freunde sind. Es gibt die Gaia-Hypothese. Dort heißt es, dass wir unsere Erde und alles Leben auf ihr wie ein Lebewesen betrachten können. Ein großes Netzwerk, in dem alle miteinander verknüpft sind. Untrennbar. Und wenn uns Pachamama, Terra, Mutter Erde betrachtet, uns Menschen, so sieht sie auch nur Mikroorganismen. Wen wird sie sehen? Auf ihr? Eine Krankheit? Heilung? Die Spur führt uns weiter nach Bayern. Zur Eusenheimer Manufaktur und ihrer Bakterienbar. Also, die tun für uns seit 3 Milliarden Jahren Gutes. Weil sie haben ja dafür gesorgt, dass wir Luft zum Atmen haben. Sie haben dafür gesorgt, dass wir Erde haben, dass wir Humus haben, dass wir Pflanzenwachstum haben. Mikroorganismen sind ja Lebewesen, wie wir auch, wie Tiere. Und es ist ja bekannt, auch wie bei Wasser, dass Lebewesen eben Schwingungen aufnehmen und natürlich je nachdem, ob positive oder negative Schwingungen, das eben für die Mikroorganismen sehr angenehm, sehr zuträglich ist, dass sie das mögen. Wir müssen einfach erkennen, dass wir mit Bakterien, also seit 200.000 Jahren, leben und die Bakterien immer für uns nur Gutes tun wollen. Und wir müssen einfach weg von diesem übertriebenen Desinfektionswahn. Wir haben ja viele Krankenhäuser, die eben richtig Probleme haben mit diesen multiresistenten Keimen. Wir glauben auch, dass es nicht bei den Krankenhäusern Halt macht. Und es sterben ja 14.000, 15.000 im Jahr an diesem multiresistenten Keim in Europa. Und da hat die TU Graz hat eine Studie gemacht, hat mit Mikroorganismen eben 3 Wochen Krankenhäuser geputzt, gereinigt, anstelle von Desinfektionsmitteln eben mit Mikroorganismen gearbeitet. Und die multiresistenten Keime wurden nach dieser Studie um 60-80% schon nach 3 Wochen reduziert. Also gibt es vielleicht gar nicht die und wir, die oder wir? Also wir glauben und sehen das durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre, seitdem wir uns damit beschäftigen, dass wir eine Summe der Bakterien sind. Also ich glaube, dass wir als Menschen ein Sammelsurium von verschiedenen Bakterienstämmen sind, die uns steuern oder wir mit denen leben und nicht umgedreht. Und die Bar? Das ist praktisch eine Nachfüllstation für Menschen, die zu uns kommen und dann ihre Kanister, ihre Flaschen mitbringen, um hier aufzufüllen. Es geht uns da sehr stark um den Umweltgedanken. Ist es so, dass die immer das Beste für uns wollen? Denke ich, ja. Also unsere Bakterien, mit denen wir arbeiten, von denen weiß ich es. Okay, danke dir, super. Miteinander also kommen wir weiter, nicht gegeneinander. Wie die Farben im Regenbogen. Und über die Siegfriedstadt Xanten geht es zu unserem Produzenten, Robert Franz. Seit vielen Jahren gibt Robert sein Wissen über Naturheilung und Heilkräuter mit seinen Produkten an die Menschen weiter. Aber was haben seine Produkte mit der Little Big Family zu tun? Sie stellen den Kontakt zwischen Mikroorganismen und Körper. Genau wie die Ritterrüstung früher den Ritter geschützt hat von vielen Feinden, sind die Mikroorganismen unsere äußere Schutzschicht und das Körper besteht aus lauter Mikroorganismen. Und diese schützen unser Körper, halten uns einfach fit in Sachen Gesundheit. Aber die Menschen sind beeinflusst durch Fernsehen, durch Werbung, durch Politik, durch alles und vernachlässigen ihr einfach natürliches Leben.
Und ich sehe auch in der Natur, wenn ein Schwein, der tut einmal im Jahr in so einer Pfütze baden, in so einer Dreckspfütze, ist kerngesund. Und wir waschen täglich 3-4 Mal unseren Körper ab mit allerlei vielen Mitteln, für chemische Mittel. Wir waschen diese Mikroorganismen, machen unsere Schutzschicht und dann staunen wir, dass unsere Haare ausfallen, dass unsere Haut rau wird, dass unsere Haut nässt und sowas. Und der Weg ist zurück zur Natur, weniger Chemie. Was könnte man denn tun für die Little Big Family? Zum Beispiel ab morgen? Sie einfach zu schützen. In Deutschland zum Beispiel wird jährlich 850.000 Tonnen Waschmittel plus Weichspüler verwendet. Natürlich werden unsere ganzen Mikroorganismen zerstört, unser Schutzschicht verschwindet und heutzutage jedes Kind hat eine Allergie, jeder Mensch hat Hautprobleme. Deshalb weniges mehr und so wie gesagt, da gibt es ein Waschmodul, neu entwickelt. Wir waschen komplett ohne Waschpulver. Und was haben die Kleinen davon? Ja, die Mikroorganismen haben sie, die kriegen kein Waschpulver, keine Tenside, alles, die kriegen sauberes Wasser. Dadurch durch sauberes Wasser, Wasser ist erleben, können die sich entwickeln. Und mit Waschpulver und sowas, die ganze Chemikalien zerstören die Mikroorganismen. Die stampfen alles in Grund und Boden. Ich glaube, dass wir mit den Bakterien die Möglichkeiten haben, auch für uns und für nachfolgende Generationen, hier die Welt zu retten. Davon bin ich felsenfest überzeugt. I portray microbes, so I'm a sort of microphotographer. Yeah. In film and in photographs. Yeah. Why do you do that? Because nobody else is doing it, and microbes are super important. Sternen greifen, um zu verstehen. Schau in dich hinein. Und nach all den unsichtbaren Begegnungen wollen wir nun etwas Licht werfen auf die Little Big Family. There are people doing that, looking at microbes through microscopes, but most are scientists. And I'm an artist and I want to make pictures of them and show them in their beauty and in their strangeness. So I'm a portrait artist. Im strömenden Regen treffen wir den Künstler Wim van Egmond an einem geschichtsträchtigen Ort. 1674 hatte Antoni van Leeuwenhoek genau hier die Mikrowelt entdeckt. Er beschrieb als erster Mensch ein Mitglied der Little Big Family. And he described it as green, little green coils made out of little balls. And I found it. This is the first microbe ever described. And it's a cyanobacterium. Yeah, I think they are the most important organism on this planet. So if you would consider which organism would have the most impact on the looks on the planet, it's the cyanobacterium. Because they were the ones that invented photosynthesis. Yeah, so what plants do, living from light and forming sugar from light and CO2, that was invented by the cyanobacteria. Well, scientists, of course, do a lot of important work. But as an artist, you can use your imagination and work much more visible. And sometimes for a layman's audience, it's better to see the organism than to read a scientific paper about it, because scientific papers are very technical and hard to understand. And yeah, with a picture or a movie even, and if you see them alive and feeding on each other, you get a better idea what they are and get an idea how it is to be a microbe. That's true. Yeah, but that's because of the lenses. What I like most are the very tranquil images that almost look like a watercolor painting.
but a moving watercolor painting. That's what I like best myself. You shouldn't forget all these organisms, all life on Earth, derived from one common ancestor. So we're all family of that. Some organisms stayed small, some stayed simple, some became huge, like humans and plants and animals. They are incredibly huge, enormous, billions of cells. But also these many of these small organisms are very complex in their behavior. But it's all in a micro design. And we are huge and often still simple, but that's more in ideas and thoughts, but it's also a different story. Schon am Flughafen in Amsterdam waren wir von den Mikros empfangen worden. Und zum Abschluss unseres Europaaufenthalts verbringen wir einen Tag in Mikropia, dem weltweit einzigen Museum, das sich der Little Big Family widmet. We noticed that sometimes people come in and they have perhaps a grasp of what microbes are, but they mainly know them from when you feel ill, for example. So what we see quite a lot of times is that people, when they leave Micropia, they have learned a lot more about this huge diversity, like algae or cyanobacteria or slime molds that are just surround us, that are a part of the ecosystem, but that don't make us ill at all, that are actually maybe very beneficial to us. So now this is the body scan. And what you see here, it's the microbes that are living in and on our body. And it's very good that they are there. We are sort of humanoid, as they call it. We are a life form that is perhaps mainly human, but also a large part microbe. If there were no microbes, we would have more like a moon or a Mars-shaped planet. Because then we started from microbes, and if this already didn't occur, then we have an empty rock, I guess. I love microbes because they are one of the most important organisms on the planet. This is one. And I love microbes because they produce beer, which I like. I love microorganisms because you see humans all day on television, always human faces telling things and singing. Horrible, the singing. So microbes are different. They don't sing, they don't talk, but they're just microbes and moving and living. I like microbes. We are actually here, we people, because microbes allow us to be. Von Amsterdam geht es nach Bogota, wo wir einer äußerst spannenden Hypothese begegnen. Dass indigene Schamanen in ihren Zeremonien vielleicht die Little Big Family sehen können. Okay, my book is about how shamans might actually be able to see microbes. So the anthropological tradition is that these are spirits. But the problem with the notion of spirits is that that's a notion introduced by missionaries to convert indigenous peoples. And as I dived into the process, what I started to realize that they were describing one, living beings, living organisms that have bodies, that required nourishment, that could be predated upon by other beings, that made communities, more communities than families, strictly. Nur eine Theorie, sagt César. Aber wenn Schamanen sich tatsächlich mit der Little Big Family verbinden, dann hätte es interessante Auswirkungen. Okay, this is an hypothesis. If shamans are dealing indeed with microbes amongst other beings, they are relating with them, acknowledging them as subjects, as entities that have a point of view, interests, a perspective, a way of seeing and understanding the world in which those beings are at the core.
which is a very different understanding from the one you would get in microbiology. Microbiology, you can dispense of all the batch after you have done your experiment. In here, you have to have respect. In here, you have to cultivate a relation. Denn die Begegnung auf Augenhöhe ist der Zündfunken für Respekt. Nicht nur unter Menschen. Und nach all dem Paradigmenwechsel haben wir uns einen kleinen Walzer verdient. Jedem von uns, sagt eine alte Legende, leben ein weißer Wolf, der dir Liebe und Frieden ist, und ein schwarzer, der Wut und Angst schürt. In ewigem Kampf leben sie Seite an Seite in dir. Und welcher wird gewinnen? Den du fütterst, sagt die Legende. Viel hört man über die guten und die schlechten Mikroorganismen. Aber fragen wir uns am Ende unserer Reise, ist die Little Big Family so einfach einzuteilen? Well, I would say that for all of us who were born and raised in the 20th century, all we ever heard about bacteria was how dangerous they are and how we need to kill them by any means necessary and we need for them to be gone. Ich finde alles, was auf diesem Planeten geboren oder geschaffen ist, als nützlich, sonst wird es nicht da sein. Sachen, die nicht nützlich, verschwinden einfach von der Erdoberfläche. Ich denke, man sollte nicht pauschal sagen, dass ein Bakterium gut oder schlecht ist, denn selbst pathogene Mikroorganismen, und das ist die Minderheit aller Mikroorganismen, sind sehr interessant hinsichtlich ihres Stoffwechsels oder produzieren möglicherweise Substanzen, die bei anderen Krankheiten wieder helfen können. Okay, das ist Dualismus. Das ist ein Resultat des dualistischen Denkens. Und gut, schlecht, oben, unten, schwarz, weiß. Aber in der Tat, das ist ganz anders. Ja? In biology, what people often say, is that it's also very relative. The bad bacterium for us, for example, they are probably bad for our health, but for other organisms or for other parts of the ecosystem, they are very beneficial and perhaps even needed. Also ich denke, dass die Mikroorganismen grundsätzlich für uns immer nur was Gutes tun wollen. Der Mensch ist selbst schuld, dass es eben Pathogene gibt. All organisms are opportunists, so they want to make a living of whatever there's possible of making, and it that's how evolution works. That's how organisms evolve. So they find all kinds of niches, but it's not about good or bad. You shouldn't see things through from a human perspective. で、そこをいい微生物が向きを変えるとですね、悪い微生物が作り出したエネルギーもいいエネルギーに変わるということも、最近の研究で分かってきたんです。Die National Institutes of Health in den USA berichten, dass so gut wie jeder von uns Pathogene, also potenzielle Krankheitserreger in sich trägt. Immer.
In gesunden Menschen brechen die Krankheiten aber nicht aus. Also helfen uns Schwarz und Weiß hier vielleicht nicht weiter. Wenn man krank wird, man sagt in Amazonas, man lernt. Es ist eine Aufgabe. Da ist ein Baum, viele Früchte und viele Blätter sind dabei und der Baum wächst schief. Irgendwie, man weiß es nicht warum, dieser Baum lockt Blitze. Wenn der Blitz schlägt, dann der Exzess Früchte und Blätter geht weg. Und dann der Baum wächst gerade. So, der Blitz ist die Krankheit, die ein Ungleichgewicht korrigiert. Wir führen Krieg gegen Grippe, Malaria und den Coronavirus. Verständlich, weil sie unser Leben bedrohen. Aber vielleicht wäre die bessere Strategie, unsere eigenen Bodyguards, die Little Big Family in uns, zu stärken. Denn Verteidigung könnte der bessere Angriff sein. Und dann geht es nach Hause. Zurück in die Berge Perus. Was wir gesehen, gehört und gelernt haben, darf jetzt in uns wachsen. Daheim hole ich den Krieg der Welten aus dem Schrank. Erzähle Bonnie die Geschichte von den mächtigen Marsianern, die die Menschen versklavten. Und von denen, die die Invasoren schließlich in die Knie zwangen. Die Mikroorganismen. Seit Jahrmillionen machen sie ihren Job hier auf der Erde. Schmieren, sozusagen, das Getriebe der Welt. Halten Leben in Balance. Sie leben in dir und überall um dich herum. Hab keine Angst vor dem Miteinander. Es ist die Grundlage allen Lebens. Also, hab Vertrauen. Ja, in jeder Familie gibt es, nennen wir sie einmal, schwarze Schafe. Und wer will sich schon mit einem tödlichen Virus anstecken? Aber niemand ist eine Insel und eins ist sicher. Ohne sie geht es nicht. Das Wichtigste, was wir eigentlich haben, ist unser Leben. Wenn wir aus Mikroorganismen bestehen, müssen wir es ja auch schätzen, kennenlernen, Sachen tun, die für ihnen überlebenswichtig sind und nicht die Sachen, die sie zerstören. Dadurch zerstören wir uns selber. Deine Familie ist nicht nur größer, als du dachtest, sondern auch viel kleiner. Also lerne sie kennen. Die kleinen, großen Zauberer. Sei dir deiner kleinen Familie bewusst. Und du wirst Großes entdecken.